Das waren unsere fein säuberlich ausgewählten Pop-Tipps und damit sind wir dann fertig, oder? Da war ja noch was. Folgendes. Conchita hat gerade eben ihr zweites Album From Vienna With Love herausgebracht. Eine ziemlich bombastische Sache, gemeinsam mit den Wiener Symphonikern. Und dieses Album stellt sie auch bei einem großen Galakonzert im Konzerthaus vor. Während ich diese Sendung hier gerade aufzeichne, hat dieses Konzert noch nicht stattgefunden. Deshalb zeigen wir euch die besten Ausschnitte davon nächste Woche. Ja, und heute gibt's schon mal einen Appetithappen. Ich habe Conchita nämlich getroffen und ich habe selbstverständlich Blumen mitgebracht. Hallo meine Lieben, ich bin's Conchita und ihr seht Pop. Ma, das ist doch echt ein wunderschöner Strauß, oder? Ja, der hat zu Beginn unseres Treffens eventuell etwas anders ausgesehen. Also ich finde die Kerzen ungefähr um 10 cm angeschnitten. Mindestens, gell? Ja. Ich finde auch. Darf ich kurz? Naja, ich bin ja Floristin. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten. I mean, that looks so pretty. Das nicht. Wow. Ist schon verblüffend. Wer hätte gedacht, dass Conchita neben all ihren Talenten auch noch einen grünen Daumen besitzt? Der Wahnsinn. Ich habe per se keinen grünen Daumen, aber ich habe einen Sinn für Ästhetik und habe erkannt, dass die Rosenstiele zu lang waren. Ah ja, und wer macht das mit den Blumen bei dir daheim? Die Wasseranlage. Gut, man muss ja echt nicht alles können, wäre ja auch verwunderlich, obwohl auch für Wunder sorgt Conchita mitunter selbst. Also ich würde mein Leben als sehr wunderlich bezeichnen, im Gesamten. Bei mir ist irgendwie scheint jeder Tag ein Abenteuer zu sein, aber weil ich mich ja da auch dazu entscheide, dass man nicht fad wird. Gegen aufkommende Langeweile hat sie das Album From Vienna With Love aufgenommen. Darauf interpretiert sie gemeinsam mit den Wiener Symphonikern große Songs von großen Stimmen wie Celine Dion oder Barbara Streisand. Ja, das bin halt auch ich. Und das ist eine Seite von mir, die ich feiern werde, bis ich tot umfalle. So weit muss es nicht kommen, aber nochmal zurück zu den Blumensträußen. Hast du da bestimmte vielleicht sogar aufgehoben? Okay, es gibt zwei Blumensträuße in meiner Wohnung, die tatsächlich rote Rosen sind. Und es hängen an all diesen Rosensträußen noch die Widmungen dran und die habe ich halt unter Umständen relativ prominent platziert in meiner Wohnung. Und ein Rosenstrauß ist von David und Elton und ein Rosenstrauß ist von Jean-Paul Gaultier. So. Und wo stehen die so rum? Einer steht im Wohnzimmer und der andere... Das werden wir noch rausfinden. Außerdem gibt es noch ganz viel... Freude. Und... Heiterkeit. Und wir werden Conchita mit Conchita konfrontieren. Ja. Wenn man was Schönes bekommt, hat man oft auch einen Preis dafür zu bezahlen. Das alles nächste Woche bei Pop. Ja, da muss man sich noch ein bisschen gedulden, aber das sollte sich lohnen, weil da haben wir nicht nur viel mit Conchita zu besprechen, es gibt auch die versprochenen Bilder vom Auftritt im Konzerthaus.